Qualteuerung zur Zwangsarbeit hinter mir. Viele starben in den Anstrengungen der verbrannten Arme, vor allem die Älteren. Nur wenige Überlebende sind heute nach 72 Jahren noch dort. Die Täter sind damals nie straflos. Aufgrund eines Gesetzes. Als Mitglied der Europäischen Union ist es nicht nur um wirtschaftliche Zusammenarbeit geht, sondern auch um eine Wertegemeinschaft. So ist es so, dass die gesetzlichen Regelungen nicht mehr zu einer Rechtsordnung gehören. Da hilft auch kein Bedauern über die Exzesse, die während der Vertreibung dadurch vorgekommen sind. Thank you.
sei gegrüßt wie tausendmal.